Caleb Williams wird vor der Leiche seines Vaters, den man wegen Mordes an dem reichen Landjunker Tyrrell gehängt hatte, von Mr. Falkland angesprochen, der ihm eine Stellung als Sekretär in seinem Hause anbietet. Caleb nimmt an und für ihn beginnt eine glückliche Zeit. Er glaubt, in Falkland einen zweiten Vater gefunden zu haben. Der tote Tyrrell war ein erbitterter Gegner Falklands, den er wegen seiner vornehmen Gesinnung hasste. Es gab noch einen Grund für seine Abneigung. Tyrrells Cousine Emily, in die sich Falkland verliebt hatte. Tyrrell tyrannisierte das Mädchen auf brutale Weise und als ihn verlassen wollte, ließ er sie ins Gefängnis werfen, wo sie elend zugrunde ging. Während eines Prozesses gegen Calebs Vater kommt es zwischen Tyrrell und Falkland zu Handgreiflichkeiten. Falkland fordert Tyrrell zum Duell und wird hierbei lächerlich gemacht. Kurze Zeit später wird Calebs Vater bei Tyrrells Leiche gefunden und verhaftet. Auch Falkland gerät in den Verdacht, Tyrrell aus Rache getötet zu haben. Vor aller Öffentlichkeit beteuert er bei seiner Ehre seine Unschuld. Damit scheint die Angelegenheit erledigt. Nach der Hinrichtung seines Vaters findet Caleb in Falkland Park ein neues Zuhause. Grenzt an ein Wunder. Superb. In was für einem genialen, aufgeklärten Jahrhundert wir leben. Es ist ein wunderschönes Fernrohr. Der ursprüngliche Erfinder ist der berühmte Sir Isaac Newton. Er hat das Problem der Abweichung in der Linse gelöst. Das stimmt, tatsächlich. Wie schön ist es, unschuldig zu sein. Was hast du? Ach, ich weiß nicht. Manchmal wünschte ich, ich wäre nie nach Falkland Park gekommen. Allerdings hätten wir beide uns dann nicht kennengelernt. Ich bewundere Mr. Falkland. Ich bin ihm dankbar. Ich weiß, er hat mich sehr gefördert. Nachdem mein Vater... Ich habe ihn geliebt. Ja? Hin und wieder träume ich noch von ihm. Ich sehe ihn hängen. Am Galgen. Er ist tot. Es ist furchtbar. Er spricht und ich verstehe ihn nicht. Seine Lippen bewegen sich. Und was sagt er? Ich weiß nicht. Ich wache dann immer auf. Ich bin der Sohn eines Mörders. Aber ich habe mir vorgenommen, nicht mehr zu grübeln. Was geschehen ist, ist geschehen. Es ist nicht mehr zu ändern. Ich kann es nicht ändern. Leider nicht. Auch wenn ich wollte. Ja. Man hat meinen Vater
bis zum Äußersten getrieben. Ich glaube, niemand hätte das hingenommen, ohne sich zu wehren. Ja, er hat recht gehabt, Mr. Tyrrell zu töten. Jane, glaubst du, dein Schicksal ist vorausbestimmt? Ich meine, dass das menschliche Schicksal feststeht. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht denken. Nein, ich will nicht mehr darüber nachdenken. Das hat ja doch keinen Zweck. Nur noch an dich will ich denken. An dich? Jane. Jane. Hilf mir zu vergessen. Küss mich. Streichle mein Haar. Du bist wie ein Sohn für mich, Caleb. Nein? Sag jetzt nichts. Siehst du den Orion? Ja. Und den Sirius etwas tiefer? Mhm. Ganz klar und deutlich. Ein wunderbares Teleskop, Sir. Ja. Man kann damit hin und wieder eine andere Welt als die eigene sehen. Das Studium des Himmels gibt einem vielleicht den Sinn für neue Maßstäbe. Vielleicht. Mir wird ganz schwindelig. Man erkennt, wie unbedeutend der Mensch im Grunde ist. Mit seinen kleinen, unwichtigen Sorgen. Glauben Sie an Gott, Sir? Selbstverständlich. In gewissem Sinn jedenfalls. Es ist spät geworden. Komm, wir gehen. Caleb, komm mit der Kerze hierher. Ja, so ist es gut. Es scheint ein Geheimschrank zu sein. In Wirklichkeit ist es aber mehr. Es war das Versteck eines Priesters während der Glaubenskriege. Es ist ziemlich tief. Und ein Priester hat sich hier versteckt? Jedenfalls hat man Gebeine gefunden. Ein Skelett, Sir? Ein Skelett, Caleb. Ich möchte wissen, ob du jemals lernen wirst, korrekt zu sprechen. Wie ich höre, triffst du dich gern mit einer meiner Dienerinnen, Jane Alcott, wenn du nichts für mich arbeiten musst. Ja. Ich habe nichts dagegen. Bitte. Du darfst mich nicht missverstehen. Ich möchte auf keinen Fall ein Tyrann sein. Sie ist wirklich nett und hübsch auch. Wäre ich in deiner Stellung und in deinem Alter, könnte sie mir auch gefährlich werden. Aber bitte, wenn du meinst, nimm dir Miss Alcott. Verführe sie meinetwegen. Vielleicht hast du es bereits. Und wenn sie ein Kind bekommt, zahle ich dafür. So eine Affäre ist ein notwendiger Bestandteil deiner Erziehung. Aber du darfst sie auf keinen Fall als Erfüllung deines Lebens betrachten. Das kann sie niemals sein. Aber ich habe sie gern, Sir. Ich liebe sie. Das ist doch nur natürlich. So einen Ausbruch von Gefühlen muss jeder junge Mann mal erlebt haben. Das gehört zu seinem Erfahrungsschatz. Jemand, der nicht richtig lieben kann, ist kein vollwertiger Mensch. Aber in der Jugend bildet man sich oft ein, die erste Liebe dauert ewig. Tu das nicht. Verzeih mir diese ernsten Worte, aber dein Wohlergehen liegt mir am Herzen. Danke, Sir. Du bist bei mir herzlich willkommen, lieber Bruder. Während dein Haus renoviert wird. Aber ich muss dich warnen. Nein, nein. Schreib darauf hinweisen. Darauf hinweisen, dass ich möglichst wenig gestört werden möchte. Ich bin im Augenblick damit beschäftigt, ein philosophisches Werk zu schreiben und brauche dazu sehr viel Ruhe. Punkt. Was ist? Tatsächlich, Sir? Was? Sie schreiben ein Buch, Sir?
Das Ergebnis jahrelanger Vorarbeiten. Jetzt bringe ich es in die endgültige Form. Ich werde deine Hilfe brauchen. Du wirst sehr viel zu tun haben, das kann ich dir jetzt schon sagen. Wovon handelt es, Sir? Mein lieber Caleb, ich schreibe keinen Roman. Es ist eine Auseinandersetzung. Wie erkläre ich es dir am besten? Es ist eine Untersuchung über die fundamentalen Grundlagen des menschlichen Wesens. Oh. Caleb, wenn du wüsstest, wie sehr deine Unbefangenheit mich entzückt. Ich verbleibe mit den besten Grüßen, etc., etc. Was ist Ihr Bruder für ein Mensch, Sir? Eigentlich ist er nur mein Halbbruder. Meine Mutter war Witwe, als sie meinen Vater heiratete. Valentine ist älter als ich und im Grunde kenne ich ihn kaum. Er lebte einige Jahre in Frankreich. Ich weiß nur, dass er ein Mann mit Prinzipien ist. Was hat mein Privatsekretär sonst noch für mich? Ein paar Bittbriefe um Geld, Sir. Wir werden jeden Fall genau auf seine Bedürftigkeit prüfen. Oder fällt mir ein, ich kann dich heute Nachmittag nicht entbehren. Der schmollende Adonis. Du bist bald entlassen. Ja? Mr. Dyer ist da, Sir. Oh, das freut mich. Ich lasse bitten. Siehst du? Du brauchst dich nicht mehr zu ärgern. Miss Alcott hat heute Nachmittag auch Dienst. Du bist jetzt 4 Monate hier. Kommt mir länger vor. Mein lieber Falkland. Dyer, Sie kommen gerade recht, um uns zu sagen, ob das Bild ähnlich ist. Du auch, Jane? 4 neutrale Augen. Ganz ausgezeichnet. Haargenau getroffen. Ja, tatsächlich. Was Sie auch anpacken, Sie schaffen es. Sehr deprimierend für weniger Talentierte. Ach, Unsinn. Jane? Sind Sie anderer Meinung als mein alter Freund, Mr. Dyer? Es scheint mir... Ich verstehe nichts von Kunst, Mr. Falkland. Sag, was du denkst. Sag, was du empfindest. Sprich! Ähnlichkeit ist schon da, aber... Hm? Ich kann es nicht sagen. Es ist ohne Leben. Akademisch. Nein, das finde ich ganz und gar nicht. Es ist voller Leben. Voller Schwung. Soll ich der Köchin sagen, dass sie Schokolade zubereiten soll? Natürlich. Wie unaufmerksam von mir. Sie trinken doch eine Tasse Schokolade. Mit Vergnügen. Es scheint, dass Miss Alcott weiß, wie süchtig ich nach Schokolade bin. Danke, Jane. Du kannst auch gehen, Caleb. Danke, dass du mir gesessen hast. Sobald die Schokolade da ist, habt ihr beide frei. Sir? Mr. Dyer. Das Mädchen hatte recht. Ja, Sir, nein, Sir, danke, Sir, natürlich, Sir, sofort, Sir, ja, Sir. Weißt du, was ich glaube? Nein, woher soll ich das wissen? Ich glaube, er ist verliebt in dich. Oh, nein. Und er ist eifersüchtig auf mich. Nein. Ich habe ein neues Testament gemacht. Ich möchte Sie als Zeugen. Aber gern. Sie dürfen es ruhig lesen, wenn Sie wollen. Und ich sage dir, ich habe recht. Er liebt dich, aber nicht wie einen Sohn. Oh, Caleb, wie kann man nur so naiv sein? Das bin ich nicht. Und jünger als ich bist du auch. Ja, aber nur 4 Jahre. Hör zu, ich habe ihn beobachtet, wenn er dich berührt, wenn er dich beim Arm nimmt. Er will dich immer um sich haben. Er zeichnet dich, beschenkt dich. Niemand im Haus wird so verhätschelt und verwöhnt. Kannst du mir vielleicht sagen, warum er noch nicht verheiratet ist? Nein, ich kann es nicht glauben. Ich will es auch nicht glauben. Sämtliche reichen Erben in der Gegend haben für ihn geschwärmt.
Er war sehr charmant, sehr nett, sehr höflich, aber er hat keiner einen Antrag gemacht. Mach nicht so ein entsetztes Gesicht. Das kommt oft vor bei den feinen Leuten. Verstehst du das nicht? Die erlauben sich einfach alles. Ja, alles. Die kennen keine Hemmung und das viele Geld, das sie haben, gibt ihnen die Macht. Aber das stimmt nicht, Jane. Das ist dummes Zeug. In der Bibel steht, dass das Sünde ist. Ach, Caleb, es ist ein großer Unterschied zwischen dem, was in der Bibel steht und dem, was die Reichen tun. Ich glaube es nicht. Wie lange ist Williams jetzt Ihr Sekretär? 4 Monate und 3 Tage. Aber Sie haben doch noch das halbe Leben vor sich. Vielleicht noch mehr. Wie können Sie so sicher sein, dass Sie nicht heiraten? Natürlich kann man ein Testament immer ändern. Das werde ich nie tun. Die einzige Frau, die ich geliebt habe, war Miss Melville. Sie sollten mehr unter Menschen gehen, mein Freund. Ihre einzige Gesellschaft ist dieser junge Mann, der geistig wohl kaum auf Ihrem Niveau steht. Er ist begabt, intelligent und lässt sich formen. Ich kenne Sie nun schon so lange, Falkland. Aber in den letzten Monaten haben Sie sich verändert. Sie sind still und verschlossen. Unterschreiben Sie das Testament? Nein. Nein, ich finde, Sie sollten warten. Und ihn beobachten. Und sich prüfen. Nein, ich werde nicht warten. Ich halte es für richtig. Also gut. Ich danke Ihnen. Es gibt genügend andere Zeugen. Mein lieber Freund, seit dem plötzlichen Tod von Miss Melville und dem Mord an Mr. Tyrrell, der nur wenig später begangen wurde, begangen von dem Vater des jungen Mannes. Sie können aber dafür unmöglich den Sohn verantwortlich machen. Nein, das dulde ich nicht, Dyer. Darüber waren wir uns einig. Schon möglich. Sprechen wir lieber über Ihre Theorie von der ständigen Weiterentwicklung des Menschen. Sie haben sie an sich selbst ausprobiert. Ich möchte sagen, erfolgreich. Jedenfalls fast. So, fast? Ein totaler Erfolg hätte weniger einen vollkommenen Gentleman aus Ihnen gemacht, als ein vollkommenes Ungeheuer. Ein Monstrum. Ja, möglich. Und nachdem Mr. Tyrrell etwas Beleidigendes gesagt hatte, hat er geschossen. Ja, direkt ins Hinterteil. Ja, ins Hinterteil. Seine Backe. Seinen Arsch. Achtung. Hier ist... Sie versuchten es geheim zu halten. Das hätte wohl jeder versucht. Aber Mr. Tyrrell brüstete sich damit. Caleb, hast du nie was davon gehört? Doch, später. Aber dann hatte man meinen Vater wegen Mordes angeklagt. Man hatte ihn neben der Leiche gefunden und die Zeugen waren unbescholtene, angesehene Männer. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Es gibt Leute, die glauben, dass es Mr. Falkland war, der sich gerecht hat. Es war nur so ein Gerede, aber... Glaubst du das etwa? Jane, antworte. Ich weiß nicht, aber man hat es gesagt. Aber das ist doch unmöglich. Lass mich mal überlegen. Ich weiß nicht, ich war in so einer schrecklichen Verfassung. Hat Mr. Falkland nicht damals vor aller Öffentlichkeit behauptet, er wäre unschuldig unter Eid? Hatte das nicht? Da war doch irgendwo so eine Versammlung. Weißt du nicht, dass man sich auf das Wort eines Gentleman nie verlassen darf? Nein. Nein, nein. Er ist nicht so. Er ist gut. Seltsam. Obwohl mir der schreckliche Verdacht, dass Mr. Falkland Schuld auf sich geladen hatte, nicht aus dem Kopf ging, fand ich immer neue Gründe, nicht daran zu glauben. Aber wenn ich ihn bei seinen verschiedenen Geschäften begleitete, fing ich an, ihn heimlich zu beobachten. Irgendetwas in mir drängte mich, nicht die Schuld, sondern die Unschuld dieses Mannes zu beweisen. Guten Morgen, Seymour. Guten Morgen, Sir. Hm,
Die brachten mich auf der Kirmes in Wut. Sein Bruder war der Schlimmste. Er hat meine Susanna beschimpft. Ich musste ihn herausfordern. Wir kämpften mit den Fäusten, Sir, das will ich nicht leugnen. Und nach meinem ersten Schlag fiel er tot um. Aber das habe ich wirklich nicht gewollt, das schwöre ich. Natürlich hat er das. Ruhe. Er nannte mich einen Feigling, Sir. Und er hat Susanna beleidigt und bedroht. Dann wurde ein Ring gebildet. Ich musste kämpfen. Was sollte ich machen, Sir? Euer Gnaden, ich weiß es selbst. Ich habe Blut an meinen Händen. Aber ich hab's nicht gewollt, Sir. Nein, ich hab's nicht gewollt. Ein unglücklicher Schlag hat mein ganzes Leben vernichtet. Das Gericht zieht sich zurück. Ich fühle mich nicht wohl. Erheben Sie sich von Ihren Sitzen. Ich bitte die Anwesenden um Entschuldigung. Nach reiflicher Überlegung spreche ich den Angeklagten frei. Er ist nicht schuldig. Nein! Das ist Ruhe! Ich werde einen anderen gestoßen. Ruhe! Die Sitzung ist beendet! Glauben Sie, dass die Armen mehr Verbrechen begehen als die Reichen, Sir? Was soll die Frage? Es ist mir aufgefallen, dass immer, wenn ich bei einer Gerichtssitzung anwesend war, es arme Leute waren, die angeklagt wurden. Sie kommen vielleicht öfter in Versuchung. Sie wollen mehr haben, weil Ihre Not größer ist. Wird man durch Wohlstand und gute Erziehung denn anständiger, Sir? Ich glaube schon. Dann sind die Armen demnach weniger menschlich, Sir. Weniger rechtschaffen. Nein. Nein. Ich bin froh, dass Sie das sagen, Sir. Sehen Sie, für mich war mein Vater... Ja? ...der ehrlichste Mensch der Welt. Ruhig! Oh. Ruhig! Was hat er, Sir? Irgendwas muss ihn erschreckt haben. Ein Vogel, ein Blatt, ich sag's. Er ist ein bisschen nervös, weißt du? Jane, bitte sagen Sie meinem Kammerdiener, er möchte das Bad richten und ich möchte heute um 5 Uhr essen. Und? Später, nicht jetzt. Tu, was ich dir gesagt habe, Jane. Bitte. Williams, ich erwarte beim Abendessen die genaue Abrechnung des Verwalters. Ja, Sir. Er zuckte förmlich zusammen und dann scheute sein Pferd. Er sagte, irgendwas hätte ihn erschreckt. Aber das war gelogen, ich weiß es. Siehst du? Ich bin ihm auf der Spur, sag ich dir. Ganz sicher. Wart's nur ab. Guten Morgen, Caleb. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Ja, Sir, sicher. Für die Jugend ist guter Schlaf eine Selbstverständlichkeit. Wenn man älter wird, beginnt eine Gnade zu werden. Sie sind doch nicht alt, Sir. Aber jung auch nicht mehr. So dazwischen. Ich dachte, wir würden heute mit der Arbeit an Ihrem Buch anfangen, Sir. Ja, ich auch. Dann habe ich es mir überlegt. Ich möchte malen und das tue ich. Ich bin frei, ich kann über meine Zeit verfügen. Du, Caleb, bist mein Modell. Aber, Sir, ich weiß, du hast das Modell zu sitzen, aber du bekommst eine Belohnung. Dafür bist du morgen befreit von mir. Einverstanden? Ich habe wohl kaum eine andere Wahl. Nein. Aber ich bin hoffentlich ein wohlwollender Tyrann, oder? Gib es ruhig zu. Hier, zieh das an. Du bist ein junger Krieger. Du hast es satt, Blut zu vergießen und zu kämpfen. Nimm eine Pose ein, als ob du dich ausruhst. Nein! Locker und nicht so steif. Du bist erschöpft. Du hast viele Feinde getötet. Für eine gerechte Sache. Mach nicht so ein mürrisches Gesicht.
Ja, so stimmt es. Du erinnerst mich an den jungen Alexander, im Hochgefühl seiner Siege. Ich habe mich oft gefragt, Sir, warum Alexander der Große genannt wurde. Tatsächlich? Warum? Du musst doch sein Leben kennen. Sicher. Also bitte. Und findest du nicht, dass er es verdient hat? Das kann ich nicht finden. Ich weiß, dass er sich großen Ruhm erworben hat, aber ich bin nicht überzeugt, dass alle berühmten Menschen unsere Bewunderung verdienen. Ich habe gelesen, dass man ihn ebenso gut einen großen Mörder nennen könnte. Blasphemie! Das ist lächerlich. Kein Mensch war so unerschrocken, tapfer, genial und großmütig. Alexander war ein Idealist. Er träumte von der absoluten Vollkommenheit. Und er hatte immer den Wunsch, eines Tages vollkommen zu werden. Ein vollkommener Mensch. Aber all die Menschen, die er umgebracht hat, Sir. Er könnte doch auch ein Menschenverächter genannt werden. Warum nicht? Weil er... Du hältst den Kopf anders. So ist es besser. Ja? Sie wollten was sagen, Sir. Nein, du redest weiter. Was hast du sonst noch gegen Alexander einzuwenden? Also, er hat Länder überfallen, die vorher nicht einmal wussten, dass es ihn gab. Ganze Völkerstämme ließ er aus Rachsucht ausrotten für etwas, was sie nie getan hatten, sondern ihre Vorfahren. Er verkaufte Tausende in die Sklaverei. Unzählige wurden ans Kreuz geschlagen, weil sie sich gegen seine Angriffe zur Wehr gesetzt haben. Ich frage Sie, was hat das noch mit menschlichen Idealen zu tun? Du hast dich nach vorn gebeugt. Danke. Ja. Ich akzeptiere, was du sagst. Aber sieh die Dinge auch mal von einer anderen Seite, etwas liberaler. Gewiss, der Tod von Tausenden von Menschen wirkt schrecklich, das gebe ich zu. Aber diese Menschen waren Schafe, Caleb. Das waren sie nicht! Bitte, Caleb, es geht um den Geist. Geist, Tugend und Wissen sind unser höchstes Gut. Alexander vereinte alle drei in sich. Er wollte die Menschheit durch sie zivilisieren. Das vornehmste Ziel, das ein Mensch nicht stecken kann. Sir, halten Sie Speer und Kriegsaxt für die passenden Werkzeuge, um die Menschheit weise zu machen? Mord ist für mich kein geeignetes Mittel, um Zivilisation und Liebe zu verbreiten. Du hast mich absichtlich missverstanden. Alexander! Nach meiner Meinung war er verrückt. Verrückt? Ja, ja, das glaube ich. Er hat Feuer an seinen eigenen Palast gelegt, gejammert und geweint darüber, dass nichts mehr da war, was er unterwerfen konnte. Er zog mit seiner Armee durch die Wüste zu irgendeinem Tempel, damit man von ihm sagen konnte, er wäre der Sohn von Jupiter. Das war doch Wahnsinn! Irrsinnig! Nein! Er musste so tun, als wäre er ein Gott. Aus politischen Gründen. Es war der einzige Weg. Es gab niemanden, den er verschont hat. Seinen besten Freund hat er ermordet. Wie können Sie so einen Mann in Schutz nehmen? Ich würde kein Wort verlieren, wenn es sich um jemand handeln würde, der einen Mord begangen hat, weil er im Affekt plötzlich die Beherrschung verloren hat. Hatte ich ihn an seiner empfindlichsten Stelle getroffen? War es ein plötzliches Schuldgefühl? Oder der Abscheu eines anständigen Menschen, der sich ungerechtfertigt angegriffen fühlt? Wer ist da? Ich. Es ist soweit. Ich glaube, ich hab ihn. Ja. Ich hab ihn festgenagelt, Jane. Oh, er war außer sich und sah mich an. Ich bin beinahe ohnmächtig geworden. Er ist nicht aufrichtig zu mir. Seine Neugierde wächst täglich. Mein Widerstand wird schwächer. Und ich weiß, er wird sich ihr anvertrauen und Gott steh mir bei. Aber das beweist doch noch nichts. Was verlangst du denn noch? Du hättest dein Gesicht sehen müssen. Ich weiß natürlich, dass niemand mir glauben wird. Ich glaub dir.
Was nützt das schon? Jane. Jane. Geh auf dein Zimmer, Williams. Ich glaube, du hast die wichtigste Voraussetzung für deine Stellung bei mir vergessen. Vertrauen. Ich bleibe hier. In deinem eigenen Interesse rate ich dir zu gehorchen. Oder soll ich dich von meinem Kammerdiener wegbringen lassen? Bitte. Ich möchte mit Miss Alcott sprechen. Nein. Williams, du hast doch Vernunft und kannst denken. Tu es jetzt! Ja, Sir. Miss Alcott? Unschuldig an Mr. Tyrrells Tod, aber ich weiß nicht, wie ich es beweisen soll. Alle Tatsachen sprechen gegen mich und ich stehe außerhalb des Gesetzes. Niemand außer euer Gnaden wird mir glauben. Oh, Sir, ich weiß, Sie sind ein Ehrenmann. Ich bitte Sie um Hilfe. Ich schwöre, das tue ich auch. Das tue ich auch. Ich muss ihn fragen. Gefunden?
Gib zu, du hast danach gesucht. Nein, Sir, ich habe... Hast du ihn gelesen? Ich habe die Schrift meines Vaters erkannt. Antworte! Ja, ja, ich habe ihn gelesen. Als Friedensrichter erhalte ich des Öfteren derartige Bittbriefe von Angeklagten. Du wirst Dutzende davon als Lesezeichen in den Büchern dort finden. Aber er hat geschrieben, dass er unschuldig ist, Sir. Er hat es geschworen. Welcher Mörder tut das nicht? Der junge Bursche gestern vor Gericht hat es zum Beispiel nicht getan. Williams, beherrsche dich gefälligst. Ich scheine dich zu gut behandelt zu haben. Vielleicht, aber ich habe sie nicht darum gebeten. Ich werde nie glauben, dass mein Vater ein Mörder war. Kayla, ich verstehe deinen Schmerz. Der Grund, dass ich dich bei mir angestellt habe, war Mitgefühl. Neben deinen Fähigkeiten, die du schon mitgebracht hast. Und ich habe dich großzügig in meinem Testament bedacht. Bitte vergiss das nicht. Ich habe dir immer wieder gesagt, dass du mir lieb wie ein Sohn bist. Ich meine es ernst, das sind keine leeren Worte, glaube mir. Und wenn es dir auch schwerfällt, halte dir bitte alles, was damals geschehen ist, noch einmal vor Augen. Erinnere dich, dass dein Vater bis zum Äußersten gereizt gewesen ist. Mr. Tyrrell macht ihm das Leben zur Hölle. Da war es doch nur zu natürlich, dass dein Vater, der ein guter Mensch war, das weiß ich. Ich habe ihn schließlich auch gekannt. Sich am Ende in seiner Not nicht mehr zu helfen wusste. Und in seiner Verzweiflung plötzlich die Herrschaft über sich verlor. Er sah nur noch rot und beging aus Rache diese furchtbare Tat. Das ist Vergangenheit. Furchtbar und wahr. Aber weil es Vergangenheit ist, ist es vorbei. Es ist vorbei. Hörst du? Schon gut. Weine ruhig. Das ist manchmal ganz gut. Ruhig. Aber Mr. Terrell wurde auch von anderen gehasst. Ja. Das stimmt. Ja. Du meinst, du beziehst dich auf das dumme Gerücht, das ich auch Grund hatte. Du bist während der Zeit bei mir reifer geworden, Caleb. Das ist gut. Wirklich, glaub mir. Also. Ich will dir dazu Folgendes sagen. Ich habe wahrheitsgemäß auf diese gemeine Unterstellung geantwortet. Aber seitdem ist es vorbei mit meinem inneren Frieden. Vielleicht möchtest du fragen, warum. Bitte, ich werde antworten. Warum? Du nimmst das zu wörtlich. Lieber Caleb, meine Aufforderung war rhetorisch gemeint. Du brauchst sie nicht zu befolgen. Aber ich hab's getan. Ich hätte auch so geantwortet. Also. Seit meiner frühesten Jugend habe ich mich immer bemüht, ein Ehrenmann zu sein. Ohne jeden Tadel. Für mich bedeutete die uneingeschränkte Achtung meiner Mitmenschen alles im Leben. Ohne sie wäre es nichts gewesen. Und genau das ist mir jetzt genommen worden, nicht wahr? Zweifel, Gerüchte, Verleumdungen. Auch wenn man noch so unschuldig ist, man kommt nicht dagegen an. Und nun zweifelst auch du noch an mir. Du. Du. Du hast mich gezwungen, Dinge zu sagen, die ich niemandem sagen wollte.
Ich musste mich vor der Öffentlichkeit reinwaschen. Kannst du dir vorstellen, was das für mich bedeutet? Ja? Ich hoffe, du bist zufrieden. Wie könnte ich das wohl sein? Ich werde ihn nie wieder ins Gesicht sehen können. Sir, verzeihen Sie mir. Oder werfen Sie mich hinaus. Ich hab's verdient. Ein Wort von Ihnen und ich werde gehen. Damit es dir möglich ist, mich weiter zu verleumden? Geht es dir darum? Nein, Sir. Großer Gott, nein. Ich schwöre es Ihnen. Ich traue dir nicht. Nein, Caleb. Die Vergangenheit kettet uns aneinander. Oder soll ich sagen, eine gemeinsame Zukunft? Wer sind Sie? Mr. Falklands Sekretär. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Tatsächlich. Warum nicht? Er sagt mir nicht immer, was er vorhat, Sir. Bitte lassen Sie mich hinein. Ich werde erwartet. Ich bin Mr. Forrester. Sie sind also Williams. Ja, Sir. Darf ich Ihnen Ihre Zimmer zeigen? Ja. Mr. Falklands Zimmer liegen auf der anderen Seite der Treppe, über der Bibliothek. Mhm. Hier. Aber nicht alles für Gin ausgeben. Ich habe schon schlechter gewohnt. Nach seinem letzten Brief zu schließen, bin ich hier nicht sehr willkommen. Mein Bruder schreibt an ein Buch? Ja, Sir, er ist fast fertig. Valentine! Mein lieber Junge! Lieber Bruder! Du siehst blass aus. Bist du krank? Nein, nein, mir fehlt nichts. Tut mir leid, dass ich nicht da war, aber du weißt ja, es gibt immer was zu tun. Was ist? Warum gehen wir nicht hinunter? Was möchtest du? Wein? Kaffee? Ist das dein berühmtes Buch? Das? Nein, das ist nichts von Bedeutung. Oh. Ein Tagebuch. Entschuldige mich. Er ist um Jahre gealtert. Was haben Sie mit ihm gemacht? Während meiner Zeit in Frankreich, das muss natürlich unter uns bleiben, war es mir vergönnt, meinem Land gewisse gute Dienste zu erweisen. Unserem Land. Übrigens, mein Weinhandel hat sehr gut floriert. Er war nicht nur Fassade. Ach, dann sind Sie es wohl gewesen, von dem unsere Regierung vor der Revolution dort gewarnt wurde. Es war die letzte Information, mit der ich der Regierung dienen konnte. Hattest du jemals Angst um dein Leben? Zweimal in der Woche ungefähr.
Ich bin dann voriges Jahr in die Niederlande gegangen, kurz bevor es dort losgegangen ist. Es kam mir vor, als wären Sie hinter mir her. Dann waren Sie Geheimagent, Sir. Spion, Williams, Spion. Es macht mir nichts. Sprechen Sie es ruhig aus. Warum soll ich mich schämen? Ich sehe keinen Grund. Ich habe es nur für das Wohl meines Landes getan. Gegen Frankreich. Aber jetzt haben Sie sich zur Ruhe gesetzt. Ja, endgültig. Ich habe genug Geld und jetzt möchte ich es auch genießen. Ach, da fällt mir ein, Bruder. Ich werde dir nicht lange zur Last fallen. Mein Haus ist fast fertig. Du kannst dich freuen. Bitte, Valentine. Du brauchst meinetwegen nichts zu bestürzen. Und verzeih mir meinen Brief, er war nicht so... Naja. Nochmal? Mhm. Guten Tag, Williams. Sir, ich möchte gern mit Ihnen sprechen. Alte Gewohnheit. Übrigens, wenn ich Fragen stelle, brauchen Sie nicht zu antworten, wenn Sie nicht wollen. Ich respektiere Loyalität. Sie haben ganz offensichtlich das Vertrauen meines Bruders, nicht wahr? Vielleicht, Sir. Also gut. Was ist mit ihm los? Was bedrückt ihn? Darüber möchte ich nicht sprechen, Sir. Wie Sie wollen, das verstehe ich. Aber ich habe das Gefühl, Sie hätten gern jemanden, dem Sie sich anvertrauen können. Hm? Tja. Also? Nein. Nein, tut mir leid, Sir. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Sie haben ganz recht, Williams. Ich schätze Männer, die den Mund halten können. Sie wirken älter auf mich, als Sie tatsächlich sind. Wie mein Bruder. Aber wenn Sie jemals glauben... Ich muss gehen, Sir. Ich bewundere deine Gärten. Wie viele Gärtner beschäftigst du? Nein. Zwecklos. Mir fällt nichts ein. Wie spät ist es? Ich muss mit Valentine zum Essen zu Dyer. 4 Uhr. Ich muss mich umziehen. Nein, ich habe keine Lust. Ich gehe, wie ich bin. Caleb! Sir? Merk dir, ich erwarte Vertrauen. Ich verlange es. Hast du verstanden? Ich habe es Ihnen doch versprochen. Hast du? Wirklich? Ich weiß nicht. Falls mein Bruder... Ihr habt euch sehr intensiv unterhalten. Es ging um nichts Besonderes, nur um ein paar alltägliche Dinge. Hat er dich ausgefragt? Über was, Sir? Über mich. Worüber sonst? Na ja. Also doch. Nur einmal. Ich sagte, ich möchte mich dazu nicht äußern. Ist das wahr? Ja, Sir. Sie glauben mir wohl nicht. Ich weiß nicht, was ich glauben soll, wem ich glauben soll. Glaube ich denn mir selbst? In Zukunft geh mir aus dem Weg, hörst du? Das ist ein Befehl. Ich werde mich danach richten. Ja. Tu das. Danke. Diese Notizen, Sir, brauchen Sie die noch? Nein. Ich habe sie unter anderen Voraussetzungen geschrieben. Du kannst sie vernichten. Thank you.
Ein Mann muss biegsam sein, wie feinster Stahl, nicht wie Gusseisen. Fahren Sie schneller! Steh hier nicht rum, hol lieber Wasser! Mach die Tür zu! Das wird Williams getan haben, Sir, um das Feuer aufzuhalten, bis wir mehr Wasser bringen. Er soll zum Teufel gehen. Komm. Halt, warte. Ich helfe dir. Bruder, bleib hier. Du hier? Keine Bewegung. Sie ist geladen. Leg das Buch dahin. Ja, töten Sie mich. Töten Sie mich! Mir aus den Augen. Raus mit dir! Verschwinde! Ich will dich nicht mehr sehen! Wo willst du hin? Der Affe, ich muss ihn da rausholen! Nicht nötig, es besteht keine Gefahr mehr, Bruder. Thank you.
Ich bin es, der sich fürchtet, Williams. Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Letzte Nacht hätte ich dich fast umgebracht. Vorbei. Ich habe es nicht getan. Du schweigst? Kein Wunder. Glaub mir, du wirst bald noch schweigsamer werden. Ich weiß, du glaubst, hinter mein Geheimnis gekommen zu sein. Aber glauben heißt noch lange nicht wissen, nicht wahr? Ich bitte Sie, sagen Sie es mir nicht. Du hast nicht verstanden. Doch, das habe ich, Sir. Ja. Das Geschehen ist wie eine Krankheit und sie ist ansteckend. Ich, dein Vater, du. Was verlangen Sie von mir? Du hast recht. Denken wir vernünftig, ja. Du musst mir schwören, bei dem, was dir am allerheiligsten ist, zu schweigen. Selbstverständlich. Bei was? Bei Gott? Zu allgemein. Das ist nicht genug, es würde dich nicht binden. Bei meinem Vater? Schon besser. Bei seinem Andenken? Nein, der ist sicher noch etwas heiliger. Bei seinem Tod am Galgen. Ah ja. Das akzeptiere ich. Ja. Gut. Blut. Galgen. Wahrheit. Ja. Die Wahrheit erlöst mich. Ich habe dann einen Vater auf dem Gewissen. Genauso wie den Tod von Turtle. Da. Ich hab's gesagt. Es ist heraus. Ich habe es gesagt. Dir gesagt. Dir. Oh, mein Liebster. Jetzt hast du Grund, mich zu hassen. Und ich hasse dich. Natürlich. Die einzig vernünftige Antwort. Lass mich. Lass mich bitte. Du bleibst in meinen Diensten, Williams. Ich möchte weder deine Verachtung noch deinen Trost. Gut, hasse mich. Und wenn du willst, noch mehr als jetzt. Ich werde es übersehen und dich belohnen. Solltest du versuchen zu fliehen, solltest du versuchen, deinen Schwur zu brechen, werde ich dich töten. Die Welt wird es für einen Unfall halten, das verspreche ich dir. Ich habe dir gesagt, du würdest schweigsam werden. Du wirst sicher gern wissen wollen, wie ich Turtle getötet habe. Vielleicht auch warum. Ein andermal. Du hast dein ganzes Leben lang Zeit, dir meine Beichte anzuhören und wirst gezwungen sein zu schweigen. Komm mit ins Haus, ich werde allmählich hungrig. Thank you.
Sir, trotz allem beabsichtige ich, meine Stellung bei Ihnen aufzugeben. Du musst ziehen. Oh, Verzeihung. Früher warst du unschlagbar beim Backgammon. Das war wohl, als ich noch überall der Beste sein wollte. Auch beim Spielen, du lieber Himmel. Ich hoffe, du kannst schlafen. Ich denke schon. Ich werde etwas nachhelfen. Gute Nacht. Gute Nacht. Willst du auch was? Nein, du brauchst so eine Medizin nicht. Du träumst von grünen Blättern und Sonne. Und wie du dich von Ast zu Ast schwingst. Thank you.
geschafft. Ich hab's geschafft. Mr. Alcott? Ja, das Geschäft ist noch geschlossen. Ist Miss Jane da? Warum? Ich bin ein Freund. Ah, wirklich? Ich bin's. Was machst du hier? Bring ihn nicht mit rein, verstanden? Wer weiß, was mit ihm los ist. Vater, sei doch nicht so misstrauisch. Was, misstrauisch? Ich bin lieber vorsichtig. Du hast mir nicht geschrieben. Nicht ein einziges Mal. Nein, ich wollte es immer tun, aber... Was? Hast du Angst gehabt? Ich bin beinahe verrückt geworden, Jane. Das habe ich ihm in dem Brief auch geschrieben. Wie kann er verlangen, dass ich mein Leben lang sein Sklave bin? Ich will mein eigener Herr sein. Das ist mein gutes Recht. Ich habe natürlich, wie es sich gehört, höflich unterschrieben. Und hinzugefügt, ich würde mein ganzes Vertrauen in seine Güte und Menschlichkeit setzen und darauf hoffen. Was meinst du? Das muss er doch akzeptieren, oder nicht? Ich habe es geschafft, Jane. Bestimmt. Schließlich bin ich hier. Ich kann es nicht sagen. Ich habe es geschworen. Mir kannst du nichts vormachen. Du bist hinter sein Geheimnis gekommen. Das Gerücht stimmt also. Er hat den Mord... Sei still! Das darfst du nie sagen.
Ich habe geschworen. Bitte. Ich weiß es. Von mir aus, aber ich habe es dir nicht verraten. Du bist ja noch nicht frei von ihm. Unsinn. Ich bin weggelaufen, endgültig. Wirklich? Sonst wäre ich wohl nicht hier bei dir. Oh, Caleb, das bildest du dir nur ein. Du bist in Wirklichkeit noch dort. Ach, nein. Weißt du, ich respektiere Mr. Falkland. Aber hör auf, mich zu quälen. Also gut. Wo willst du hin? Keine Ahnung. Ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Nach London. Was willst du dort machen? Arbeiten. Ich tue alles, wenn ich nur nicht mehr hier sein muss. Hier? Meinst du bei mir? Nein, bei Mr. Falkland. Natürlich er. Nein, ich meine doch nur... Was soll das? Warum zweifelst du an mir? Das tust du doch nicht, wa? Ja. Glaub mir, das brauchst du nicht. Ich werde es dir schon beweisen. Ich gehe nach London, arbeite und lebe als freier Mensch. Und dann schreibe ich dir, dass du zu mir kommen sollst. Und du kommst, ja? Im Ernst? Ja. Ich habe doch so viele Möglichkeiten. Ich könnte als Hauslehrer arbeiten oder in einer Schule als Hilfslehrer. Ich würde sogar als Kammerdiener arbeiten, wenn es nötig ist. Ich tue alles, solange ich ehrlich mein Geld verdiene. Ich will nichts mehr hören von Mr. Falkland. Ich spare möglichst viel Geld. Und wenn du danach kommst, fangen wir zusammen etwas an. Verlass dich darauf. Ich weiß nicht. Es ist einfach zu früh dazu. Nein, Jane, das ist es nicht. Ich habe den Kopf voller Pläne, seit ich weg bin von Mr. Falkland. Es lag an ihm. Ich konnte bei ihm nicht ich sein. Hast du schon mal daran gedacht, ihn anzuzeigen? Wegen Mordes? Nein. Ich habe es geschworen. Das ist eine Abmachung zwischen uns. Aber du kannst doch nicht ewig mit diesem Geheimnis leben. Das erträgst du nicht. Ich kann es. Ich schon. Es wird dich immer belasten, glaub mir. Doch ich spüre es. Dir wird es gehen wie ihm. Nein. Er ist schuldig. Ich habe nichts verbrochen. Wenn du schweigst, Caleb, hilfst du ihm. Dann bist du sein Komplize. Du machst dich nie von ihm frei. Niemals. Aber Jane, du... Nein, nein, es ist Unrecht. Es ist einfach Unrecht, dass du nichts sagen willst. Du schweigst zu einem Verbrechen. Siehst du das nicht ein? Das kann nie im Leben gut gehen. Irgendwann kommt es raus. Und bitte sei mir nicht böse. Es wäre auch nur gerecht. Jane, ich habe es in meinem Brief versprochen. Ich weiß, das ist ja das Schlimme. Bitte. Nein, es ist alles anders. Wie kannst du das sagen? Was ist anders? Eben alles. Hast du jemand anders gefunden? Nein. Also was dann? Was? Ich hätte nie gedacht, dass du so wenig Vertrauen zu mir hast. Ich auch nicht. Geh erst mal nach London, dann werden wir weitersehen. Du bist sehr hart. Ich hasse Undankbarkeit. Ich auch, aber ich habe mir gesagt, vielleicht reagiere ich so, weil ich persönlich verletzt worden bin. Das finde ich nicht. Als Gönner wird man oft enttäuscht. Das ist ganz natürlich. Das mag sein. Aber Williams hätte den Mut haben müssen, sich mit dir auszusprechen, anstatt sich wie ein Dieb in der Nacht davonzuschleichen. Das war ganz bestimmt nicht seine Absicht, nein. Was? Diebstahl. Vielleicht nicht. Trotzdem zählt das Silber nach. Was hat eigentlich genau in dem Brief gestanden? Nichts Wesentliches, außer dass er fortgeht. Und das begründete er mit ein paar unreifen Bemerkungen über das Grundrecht auf Freiheit. Die schwülstige Selbstrechtfertigung eines intelligenten jungen Mannes. Aber warum hat er vergessen, wie sehr er dir gegenüber verpflichtet ist? Du kennst ihn doch, du müsstest es doch wissen. Jugendlicher Ehrgeiz. Er lernt alles von mir, nimmt alles von mir und geht. Sowas hat man doch tausendmal gelesen. Ich muss sagen, dass ich enttäuscht bin. Ja, das merke ich. Er war in letzter Zeit mir gegenüber viel verschlossener, fällt mir jetzt auf. Ich glaube, wir beide waren blind.
Aber jetzt ist die Frage, was soll ich tun? Na, ich wüsste, was ich täte. Was? Das kann ich nicht annehmen. Du musst. Ich habe es gespart. Du brauchst es. Es sind nur 3. Aber jetzt hast du zusammen 10. Ich zahle es dir zurück. Versprich mir lieber nichts. Aber wenn du mir wirklich schreibst, dann komme ich bestimmt zu dir. Jane. Du gibst mir keinen Kuss? Nein. Erst wenn du wieder du selbst bist, Caleb. Deine innere Freiheit hast. Leb wohl. Ich zog weiter und vergaß allmählich Janes Zweifel und Sorgen. Ich dachte nur noch daran, dass ich frei war und malte mir eine herrliche Zukunft aus. Wir glauben, dass er entweder nach London oder nach Bristol gehen wird. Mr. Forrester wartet in Hartington. Ihr müsst in beiden Richtungen suchen. Viel Erfolg. Und merkt euch, keine Gewalt, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Wir finden ihn. Ich bete zu Gott darum. Hast du dein Silber schon gezählt? Nein. Du bist wirklich zu weltfremd, Bruder. Was meinst du, Samson? Wo würdest du das alles verstecken? Sieh mal an, Samson. Williams Koffer. Wir zwei hatten dieselbe Idee. Als ob wir beide Komplizen wären.
Wann fährt morgen früh die Postkutsche? Nach London oder Bristol? Nach London. Um 10. Wie viel kostet die Fahrt? Auf der Tafel steht es. Drei Pfund, zwei Schilling und Sixpence. Caleb Williams? Nein. Nein! Schön brav sein, Bürschchen. Mr. Forrester will mit dir sprechen. Mr. Forrester? Guten Tag, Williams. Haben wir dir die Flügel gestutzt? Bestell dir was zu trinken. Danke, Sir. Setz dich. Nein, Sie haben kein Recht, mich hier festzuhalten. Hier ist weder Zeit noch Ort, darüber zu sprechen, Williams. Setz dich. Siehst du nicht ein, dass es das Beste wäre, zurückzukommen und reinen Tisch zu machen? Mr. Falkland ist ein Ehrenmann. Das ist er nicht. Sei vorsichtig, Williams. Ich rate dir ab, eine so schwere Beschuldigung gegen einen Gentleman zu erheben. Er will aus mir doch nur einen Sklaven machen. Dummes Zeug. Er verlangt nur, dass du deinen Arbeitsvertrag einhältst. Der außerordentlich vorteilhaft für dich ist, möchte ich meinen. Das weiß ich, Mr. Forrester, und ich war sehr dankbar dafür. Das stimmt nicht. Du hast dich davon gemacht. Ich habe ihm einen Brief geschrieben. Aber du hast nicht offen mit Mr. Falkland gesprochen, wie es sich gehört. Das verlange ich von dir. Ich kann ihn aber nicht... Hast du Angst? Nein. Na also. Hör zu, Williams. Ich kann dich gut leiden. Aber du durftest nicht einfach weglaufen. Mein Bruder hat das Recht auf eine Erklärung. Gib sie ihm und ich verspreche dir... Wenn deine Gründe mir einleuchten, kannst du mit meiner Unterstützung rechnen. So etwas biete ich nicht jedem an, glaub mir. Einverstanden, Sir. Ich habe nichts Unrechtes getan, außer von meinem Recht auf Freiheit Gebrauch zu machen. Und das kann man mir nicht vorwerfen. Ich werde Mr. Falkland gegenübertreten. Dann können Sie entscheiden, Sir. Gesprochen wie ein Mann, Williams. Wie ein freier Engländer. Ich glaubte selbst zuerst, dass Williams heimliches Verschwinden nichts weiter war als der verständliche Wunsch eines jungen Mannes, seinen eigenen Weg in der Welt zu gehen. Das war es auch. Du wartest, bis du an der Reihe bist. Aber dann erinnerte ich mich an einen besonderen Vorfall. Es war damals, als das Feuer im Kamin ausbrach. Heute bin ich davon überzeugt, dass es Brandstiftung war. Nein! Lass gefälligst den Herrn sprechen. Ich habe Williams damals sehr gern gehabt und der Gedanke ist mir nie gekommen. Ich fand ihn vor meinem Schreibtisch. Er hatte gerade zwei Schubladen aufgebrochen. Sowas unerhört. Keine Kommentare, bitte, Mr. Dyer. Bitte um Verzeihung. Auch noch, als ich meiner Dienerschaft befahl, ihn zu verfolgen, dachte ich nicht den Traum an Diebstahl. Du warst es, Valentine, der mich auf die Idee brachte. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Oh doch. Nein. Die Beweise sind überzeugend, fürchte ich. Ich untersuchte meinen aufgebrochenen Schreibtisch. In der zweiten Schublade fehlte Geld. 100 Pfund in Gold. Daraufhin habe ich mich weiter umgesehen und habe festgestellt, dass Silber, Löffel, Gabeln, zwei schwere Leuchter... Durchsuchen Sie meine Tasche! Ich habe Ruhe, nie... bitte! Hör dir die Anklage zu Ende an, sie ist schwer genug. Du weißt selbst am besten, dass wir in deiner Tasche nichts finden, Williams. Dazu bist du viel zu schlau. Ich trug John auf, das Haus zu durchsuchen. Gut, dann müssen wir John hören. Natürlich, aber einen Moment noch. Ich hatte das Gefühl... dass Williams das Silber irgendwo gut versteckt hatte, um zu einem günstigen Zeitpunkt zurückzukommen und es zu holen. Er hat nie damit gerechnet, dass ein Verdacht auf ihn fallen würde.
und geglaubt, dass er eines Tages ungestört die Früchte seines Verbrechens ernten könnte. Bitte, ich flehe Sie an. John. Ich habe meinem Herrn gehorcht, Sir, aber ich habe nirgends etwas gefunden. So sehr ich auch gesucht habe. Das sagte ich auch Mr. Falkland. Aber dann erinnerte ich mich daran, gerade als wir miteinander sprachen, Mr. Falkland und ich, dass auf der Hintertreppe ein Hohlraum in der Wand ist. Ein Priester hatte sich dort mal versteckt. Ich fragte meinen Herrn, ob ich dort nachsehen sollte, und Mr. Falkland meinte, warum nicht. Er hatte die Stelle Williams mal als besondere Sehenswürdigkeit gezeigt. Und da haben Sie die gestohlenen Sachen gefunden? Zuerst glaubte ich, da wäre nichts, aber dann entdeckte ich schließlich das Gold und das Silber in seinem Koffer. Ich hatte das Schloss aufgebrochen. So eine Schande. Das ist allerhand. Danke, John. Bruder, hast du noch etwas zu sagen? Eigentlich nicht. Es tut mir nur leid, dass ich gezwungen war, diese Sache aufzurollen. Ich würde gern darüber hinwegsehen. Aber ich bin es der Gesellschaft schuldig, den Täter zu entlarven, um zu verhindern, dass andere auf seine scheinbare Harmlosigkeit hereinfallen. Mr. Dyer? Sie kennen mein Testament. Ich glaube, ich habe darin Caleb Williams mehr als großzügig bedacht. Geben Sie mir recht? Oh ja. Ich habe Ihnen ja immer gesagt, Sie sollen sich das nochmal überlegen. Ja. Aber Sie sind ja schon immer kühler gewesen als ich. Bringt die Beweisstücke her. Sie sind in der Halle, Sir. Nicht zu fassen. Was hast du dazu zu sagen, Williams? Wer einem Gentleman oder einem einfachen Bürger, aus dessen Haus Gegenstände im Wert von mehr als 40 Schilling stiehlt, dem droht der Galgen. Wie willst du dich verteidigen? Ich bin unschuldig. Das ist kein offizielles Gericht. Davor kommst du schon, sei unbesorgt. Überlegen Sie sich doch. Würde ich so etwas wirklich tun? Würde ich so raffiniert vorgehen, wie Mr. Falkland behauptet? Wenn ich es wirklich getan hätte, hätte ich ganz sicher etwas mitgenommen. Zumindest das Geld. Die Tatsache, dass nichts aus dem Haus gekommen ist, beweist doch, dass es kein Diebstahl war. Dann ist es versuchter Diebstahl. Weiter. Ich bin aus ganz persönlichen Dingen von hier weggegangen. Nicht, weil ich ein Dieb bin. Ich bin unschuldig. Ich kann es nicht beweisen, aber ich bin es. Nun zu deinem Verhalten während des Feuers. Also, es handelte sich um Mr. Falklands Papiere. Er hatte mir befohlen, sie zu vernichten. Dabei kam es zu dem Brand. Ich konnte nichts dafür. Ich bin bestimmt vorsichtig gewesen. Was den Schreibtisch betrifft, so gebe ich zu, dass ich eine Schublade aufgebrochen habe. Warum? Weil... Mr. Falkland weiß warum. Es waren aber zwei Schubladen aufgebrochen. Wir können uns oben davon überzeugen. Später. Ich habe ein Buch gesucht. Ein Buch? Ja, und zwar ein Tagebuch. Warum? Oh Gott, weil es... Willst du jetzt etwa mit einer Gegenklage kommen, die nichts mit dem Fall zu tun hat, Williams? Dieser Trick wird gern von Schuldigen angewandt. Als Richter ignoriere ich solche Versuche, eine gerechte Urteilsfindung zu erschweren. Aber Sir, jede Geschichte hat ihre zwei Seiten. Ja, und du haltest dich an die deine. Ja, aber... Williams, dieses Buch war Mr. Falklands Privateigentum. Du hast deinen Schreibtisch aufgebrochen, um es in deinen Besitz zu bringen. Das allein ist vor dem Gesetz ein schweres Vergehen. Das weiß ich. Also, was bezweckst du mit diesen Andeutungen? Ich deute gar nichts an. Deine Frechheit hilft dir nicht, Williams. Entweder du nennst uns deine Beweggründe oder du beendest deine Verteidigung. Die Beweise sind alle gegen mich, das weiß ich. Und Mr. Falkland weiß auch warum. Im Grunde seines Herzens weiß er, dass ich unschuldig bin. Ich habe einen Eid geschworen. Er weiß warum. Ich bin weggelaufen. Er weiß warum. Ich habe ihm geschrieben und versprochen, dass ich ihm... Das alles ist keine Antwort auf die Tatsachen, Williams. Valentine, ich glaube, du solltest Schluss machen. Wenn ich die Wahrheit sagen würde, keiner würde mir glauben. Ich schweige lieber. Ich bin eher bereit zu sterben, als mein Wort zu brechen. Ich habe es einem Mann wie Ihnen gegeben, Mr. Falkland. Einem Gentleman, der ein Monster geworden ist, ein Heuchler! Seht ihr?
Jetzt beleidigt er mich auch noch. Ich bin sehr enttäuscht von dir, Williams. Genauso enttäuscht bin ich von Ihnen. Ich habe genug gehört. Ich schlage vor, Williams in das Gefängnis einzuliefern. Dort kann er warten, bis man ihm den Prozess macht. Mein Vater war ebenso unschuldig gewesen wie ich und trotzdem gehängt worden. Ob Mr. Falklands unerbittliche Sorge um seinen guten Ruf als Gentleman mich auch an den Galgen bringen würde?